fahren jetzt zu unserer vorletzten Etappe nach Kangaroo Island. Und ab hier ist Australien eigentlich auch noch kaum besiedelt. Es wird also immer einsamer, je weiter wir fahren. Ja, wir fahren hier durch die unendliche Weite. Langweilig. Ja, aber das ist langweilig. Boring. Wir haben eben ein Känguru gesehen. Und jetzt sehen wir mal ein Auto. Wahnsinn. Ja, hier wird Australien jetzt wirklich einsam. Das, was wir hier sehen, ist eine Lagune. Und dahinter ist ein, also ich vermute mal, 60, 70 Kilometer langer Sandstrand mit vorgelagerter Dünenlandschaft. So, wir werden jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Fähre gute 4 Stunden früher drauf können, also gegen 3 Uhr. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Fähre, haben wir vielleicht noch 70 Kilometer. Wir haben die 3 Uhr Fähre bekommen. So, wir sind jetzt auf Kangaroo Island und ausnahmsweise hat Wolfgang mal das Steuer übernommen. Im Moment sieht alles so aus wie auf dem Festland und schauen wir mal. Da ist schon die erste Beach. Und das Meer. Ja, ein bisschen wackelig. Das wird uns hier oft passieren in oder auf Kangaroo Islands, weil die Straßen dann doch schon ziemlich einfach sind. Und jetzt sind wir aber kurz vorm Ziel. 10 Minuten sind wir da. Tollen Ziel angekommen, mitten in der Wildnis. Hier laufen überall Kängurus rum. Haben wir uns hier gut angetan. Ja. Überall. Echt schön. Jo. Toll, oder? Ja, super. Ja, hier haben wir noch tolle 6 Nächte. Ja, und hier innen drin ist auch alles wunderschön. Wir haben noch nicht eingeräumt, aber das ist schon. Hier können wir es wirklich die nächsten Tage aushalten. Hier haben wir auch Kochgelegenheit, haben wir noch richtig gut eingekauft dafür. Gut. Und unsere Gastgeber haben uns sogar ein Fläschchen Rotwein dahingestellt.